Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi, das bin ich. Wir wollen uns heute um das Sammelstück kümmern. Sammelstück, glaube ich, wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist und wie es funktioniert. Es ist hier drin eine Klappe eingebaut. Die hört man, wenn man so ein bisschen hin und her bewegt. Okay. Das ist eine Klappe, die ist hier befestigt. Und die bewegt sich entweder in die Richtung oder in die Richtung. Okay. Die Sammelstück sammelt 2B in einen A-Eingang. Okay. Sozusagen, das ist der Eingang der Pumpe. Hier baue ich das mal an. So. Ziehe den fest. Eine Kupplungsschlüssel. So, was macht das? Das Problem ist, wenn wir aus einem Unterflöt rankommen, oder was heißt Problem ist es nicht, dass wir mit einem Druckschlauch hier mit Wasser reingehen. Das heißt, dieser Druckschlauch ist nicht formstabil und er wird erst prall, wenn hier Wasserdruck drin ist. Das heißt, den kann man eigentlich nicht zum Saugen nehmen. Das ist kein Saugschlauch. Saugschlauch sieht so aus. Den hier, erinnert euch, der ist formstabil, der ist fest. Trotzdem können wir mit dem auch saugen natürlich. Und wir gehen dazu jetzt mal in einen Eingang rein, machen das mal fest. Natürlich mit Handschuhen. So, geht schön stramm. Und eine Seite lassen wir frei. Wenn wir jetzt Wasser drauf geben, kommt das Wasser hier nicht rausgeschossen wieder, weil hier ist ja die Klappe drin. Und was passiert, wenn wir Druck drauf geben? Diese Klappe hier drin, die jetzt noch lose ist, wird dann rumgedrückt, wird rumgeschlagen. Okay, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich drehe jetzt mal kurz vorsichtig Wasser auf. Aus dem Unterflur dran ist schon alles angeschlossen. Und ich gebe jetzt mal ein bisschen Wasser drauf und lasse die Pumpe nochmal aus. Nur erstmal achte darauf, was hier im Inneren passiert, okay? So, man sieht jetzt hier, wie diese Klappe umgeschlagen ist. Wie sich der Schlauch prall füllt. Ich habe nur ein ganz bisschen aufgedreht. Okay, das heißt, hier ist jetzt Druck drauf. Die Kappe wird rangedrückt, hier ist zu. Boah, das kriege ich auch nicht mehr auf. So, gut, und der ganze Pumpengehäuse steht jetzt unter Wasser und ist Druck drauf. Wenn ich jetzt hier aufdrehe, kommt hier Wasser raus, ne? Gut. Was passiert jetzt, wenn ich die Pumpe anschmeiße? Ich bekomme eine gewisse Literanzahl hier nur geliefert. Angenommen, ich kriege hier 800 Liter aus dem Unterflödranden und ich würde 1000 Liter volle Pulle abfordern, dann würde ich sozusagen weniger Wasser bekommen, als ich rausfördere. Was würde dann passieren? Er würde eigentlich diesen Schlauch zusammenziehen. Ne? Das Wasser geht raus und er würde den Schlauch zusammenziehen und es würde einen Schaden geben. Ne? Es würde nicht klappen. Deshalb macht er in dem Moment automatisch diese Klappe auf und zieht Luft. So einfach ist das Sammelstück. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir schmeißen jetzt mal die Pumpe an und ihr achtet dann mal darauf, was hier mit dieser Kappe passiert, wenn wir gleich mal die Pumpe fördern und wirklich dann mal weniger Wasser zuführen, als wir abgeben. Okay, los geht's. So, das mache ich jetzt am einfachsten mit dem Stützkrümmer. Den baue ich hier direkt am Ausgang ran. B, Mehrzweckstrahlrohr ohne Mundstück. Mache das schon mal auf, richte das ein bisschen aus. So. Und wenn ich jetzt aufdrehe, Straßensperre steht, wenn ich jetzt aufdrehe, würde ich dann Wasser jetzt hier rausfördern. So, jetzt kommt natürlich nicht viel, weil wir wollen jetzt mal Druck geben. Das ist das, was ich jetzt nur aufgedreht habe beim Unterflöh dran. Jetzt werde ich mal die Pumpe antreiben und einfach mehr fordern, als ich bekomme. Und schaut mal, was jetzt passiert. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Ich kuppel ein und achte mal auf die Kappe. Der Schlauch ist noch, naja, einigermaßen prall. Ich gebe ein bisschen mehr Druck. Der ist noch prall. Was passiert. Und hier ist offen.
Je mehr Gas ich gebe, nehme ich weniger ab, ist der Schlauch wieder straff. Die Kappe ist zu. Wir kriegen genug Wasser. Mache ich auf, wird der Schlauch immer weicher, bis ich ihn ja ganz glatt habe. Ne? Okay, hier zieht er jetzt Luft. Verstanden? Eigentlich ganz einfach. Und zack, wenn ich kein Wasser abnehme, ist alles wieder stramm. Hier ist wieder alles dicht und alles ist hervorragend. Okay? Super, das war schon zum Sammelstück. Einfach ganz einfach, aber wertvoll. Wie gesagt, wenn wir mit Druckschläuchen irgendwas saugen müssen, Sammelstück. Super, das war schon. Vielen Dank und abonniert meinen Channel, freue ich mich. Ne? Alles klar, euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss.